Dann hi, ich bin Grimm 104 von der Band Zugezogen Maskulin. Ich bin heute auf dem Splash und stelle mich den kritischen Fragen von Splash. Ja, naja, dann tue ich das so. Ja. Ja, mein Junge, müssen uns nicht lange streiten, aber 2022 war mein Ja, mein Junge. Mit E-Doppel-K-E-N. Ja, legendär war ich immer sehr schlecht drinne und also habe ich jetzt so getan, als ob ich aber, also, ne, als ob ich jemanden ohne hinzugucken bei Tekken wegboxe, ist natürlich eine Bushido-Reminiszenz. Aber ja, doch so ein bisschen was würde ich nochmal auf meine alten Tage hinbekommen. Ja. Undercut-Tumblr-Blog. Irgendwie ein Türöffner und irgendwie auch ein für die Zeit sehr stabiler Song. Ich sag mal so, ist jetzt nicht in jeder Hinsicht gut gealtert und ist auch einfach ein, weiß ich nicht, also locker über 10 Jahre altes Lied oder ja, ich vermute über 10 Jahre altes Lied, würde ich jetzt hier auf dem Splash nicht mehr spielen müssen, sage ich mal. Haben wir ja auch nicht gemacht. Ja, aber es gibt immer noch so ein paar Versprengte, die dann immer mit so heiser, besoffenen Stimmen und dann, oh, das war mein Daypack, sorry. Und ja, da... Den Gefallen tun wir ihnen natürlich nicht. Wir sind ja keine, weiß ich nicht, keine Coverband, wenn man sowas zuruft und dann macht sie es. Ja. Ja, fand ich auch gut. Muss ich immer dran denken, wie viele Rip-Offs es gab. Es gab auch von Prinz P dieses Bonzenland-Flavor, wo er so diesen Corbusier-Stuhl sagt und sowas. Ja, fand ich irgendwie gut. Das erste Mal, dass man etwas über Abu Chaka Family im Rap-Kontext gehört hat, fällt mir auch gerade ein, dass ich gar nicht wusste, was das sein soll irgendwie. Echo, der die Bank desinfiziert, da sehr in so einer humorigen Rolle, sage ich mal. Ja, eigentlich ein cooler Song. Habe ich letztens schon überlegt, dass man das nochmal covern sollte, aber unter anderen Vorzeichen. Bin großer Freund dieser possierlichen Tiere, die uns Honig und gute Laune. Ich stehe manchmal auf dem Balkon, schaue in die riesige Linde, die von meinem Balkon aus zu sehen ist und höre ihr Summen, kriege richtig gute Laune und weiß, wenn die Bienen tot sind, dann werden die Menschen nur noch 10 Jahre auf der Erde haben. Vielleicht weniger. Tolles Land, Sofia ist die Hauptstadt. Da waren wir, fällt mir gerade ein, vielleicht fragst du deshalb. Sind in Sofia gelandet, mit dem Mietwagen nach Kasanlak gefahren. Wo dieses Parteizentrum der Kommunistischen Partei Bulgariens auf so einem riesigen Hügel steht, UFO-artig. Könnt ihr nachschauen im Video zu Alle gegen Alle. Am ersten Abend haben wir uns, also es gab sehr viel fleischlastiges Essen, das weiß ich noch, und kalte, klare Biere. Und am letzten Tag habe ich eine Suppe gegessen, die in einem kleinen Brot gereicht wurde. Also es war so ein, weiß ich nicht, faustgroßes Brot, in dem so eine milchige Suppe schwamm. Und es war köstlich. Ich bin ein großer Freund von Bulgarien. Weiter so, Leute. Keep on rocking. Als ich 20 war, hämische Beobachtungen, so Ü30-jährige Männer zu sehen, wie die so ein bisschen verzweifelt versuchen, Schritt zu halten mit den jungen Leuten. Jetzt, wo ich selber knapp Ü30 bin, bemerke ich so, es geht an keinem so richtig spurlos vorbei. Außerdem natürlich ein guter Song auf meinem neuen Album Imperium, das am 1.7.2022 erscheint, erschienen ist, erscheinen wird. Die Kanzlerin der Herzen. Was soll ich sagen? Ich habe daran gedacht, dass sie mal in der Crowd saß. Ah, stimmt. Ach ja, wir haben schon mal vor Angela Merkel gespielt. Und zwar auf dem Splash. Das war vor 5 Jahren oder sowas, als es schon mal so eine Kampagne gab, irgendwie Politics meets Rap und sowas. Und da auf diesen Baggern Angela Merkel also gesessen hat und sich mehrere Auftritte angeschaut hat, unter anderem auch einen Auftritt von uns. Ja, das waren noch Zeiten da. Ja, da haben wir von Merkel gerockt. Mutti hat's gefallen, sag ich mal. Nullerjahre, Jahrzehnt und sehr gutes Buch von meinem Freund und Bandkollegen Testo, a.k.a. Hendrik Bolz. Zu Recht Bestseller und außerdem ein kultiges Jahrzehnt, das gerade volle Kanne zurückkommt, was man an, weiß ich nicht, Fubu und Karl Kanai und Rockerwear Outfits. Es ist wieder alles da und hier zu sehen. Welcome back. Ich freue mich. Ich werde in Zukunft werden wir im ZMZ so, wie hieß die denn? Alizé? Moa Lolita? Kennt ihr das noch? Moa Lolita.
Nullerjahre-Banger, die wir jetzt einbauen werden und auf die wir rappen. Mann im All, der erste Mann im All oder der erste Mensch im All. Was für ein Gefühl das sein muss, da oben zu sein als erster Mensch und sich nach einem Gott umzuschauen und festzustellen, da ist gar nichts, sondern nur schwarz und kalt und ab und zu heiß. Und natürlich auch ein cooler Song von meinem vergangenen Album, Das Grauen, falls du darauf hinaus willst. Und ja, weiß ich nicht, also genau, irgendwie berührendes Zitat, da ist kein Gott zu sehen oder so ähnlich, wird ihm glaube ich nur zugesprochen. Splash, das erste Splash 2009, da habe ich noch, ich glaube, Dizzy Rascal und Mike Skinner gesehen. Da habe ich in einem Jeep Defender gepennt, den Rap.de damals gemietet hat. Und die ganze Nacht haben Leute an das Ding gepisst, an das Auto, in dem ich geschlafen habe. Ein Jahr später hatten wir so einen Bretterverschlag. Da waren Leute wie Professor Green, an die sich, glaube ich, heute auch niemand erinnert, und Oli Banjo. Und haben da Interviews haben wir mit denen gehabt. Dann drei Jahre später, vor Chelo und Abdi, vor so einem riesigen Schuh sind wir aufgetreten, in so einem Zelt, das weiß ich noch. Wieder ein Jahr später, zugezogen maskulin auf der Mainstage. Wieder ein Jahr später, zugezogen maskulin auf der Seebühne. Da weiß ich noch, dass es ein schönes Foto von mir gibt, wie Stage Dive, was das liebe, gute Splash verwendet hat für ihre Kampagne. Und wieder ein Jahr später hier, oder nicht ein Jahr, irgendwann später sind wir jetzt wieder hier, wieder auf der Mainstage, klar, wo sonst.